Johnny ist Craig. Sie müssen ein paar Fingerabdrücke für mich nehmen. Oh, Außendienst, meine Lieblingsbeschäftigung. Und wo? Draußen im Schwimmdock. Das Schiff heißt Tarakan. Es handelt sich um neue Fingerabdrücke an einer Stelle, wo schon mal welche abgenommen wurden. Ich liebe Herausforderungen. Markieren Sie die Stelle für mich und ich erledige es. Hey, Detective. Die Gerichtsmedizinerin hat gerade angerufen. Sie ist mit der Autopsie von Mr. Wong fertig und hat etwas gefunden, das Sie sich ansehen sollten. Wir müssen schon wieder in die Gerichtsmedizin. Ich kann es kaum erwarten. Das ist Agent Wilmore vom FBI. Er hat Wong gestern verhört. Hoffentlich haben Sie alles erfahren, was Sie wissen wollten. Was wissen Sie denn? Das war zweifellos eine der ungewöhnlichsten Autopsien, die ich je durchgeführt habe. Dieser Mann ist durch eine Schusswunde im Hinterkopf getötet worden. Großkalibrige Waffe aus nächster Nähe abgefeuert. Außerdem war er drogenabhängig. Er ist high gewesen, als er gestorben ist. Das würde erklären, warum es keinen Kampf gab. Aber auch wenn die Kugel oder die Drogen ihn nicht umgebracht hätten, wäre der Mann innerhalb von 4 Wochen tot gewesen. Ach du großer Gott. Und warum? Er hat überall im Körper massive Tumore gehabt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Was würde so etwas verursachen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so vom Krebs zerfressen war. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Wissen Sie, mir geht's auch so. Haben Sie sowas in letzter Zeit schon mal erlebt? Nein. Wie lange hat der Mann schon Drogen genommen? Davon weiß ich bisher noch nichts. Was für ein Krebs war es denn? Tja, das ist ja das Merkwürdige. Es sind 3 verschiedene Arten von Krebs und es würde mich nicht überraschen, wenn sich rausstellt, dass er noch ein paar mehr hatte. Es ist, als ob sein ganzes Endokrin- und Immunsystem auf einmal durchgedreht wäre. Existiert ein Name dafür? Bizarr. Nein, ich meine, existiert denn kein Syndrom, was das erklären würde? Nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Woher wissen Sie, dass er high war? Ich vermute das aufgrund gewisser Anzeichen. Da wäre die Erschlaffung seiner Blutgefäße, die totale Erweiterung der Pupillen und solche Sachen. Ich habe das schon häufiger gesehen, aber die Bluttests werden es bestätigen. Was kann einen Krebs wie diesen verursachen? Ich habe keine Ahnung. Das ist zwar nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich kann mir nicht vorstellen, was so etwas auslösen könnte. Er war möglicherweise einer krebserzeugenden Substanz ausgesetzt. Radioaktivem Material oder bestimmten Arten von stark mutagenen Chemikalien. Das sind die einzigen Dinge, die da in Frage kommen. Wie lange war er schon krank? Tumore sind sehr unberechenbar. Ein Geschwür braucht schon eine Weile, um so groß zu werden, und das hat ihm bestimmt furchtbare Schmerzen bereitet. Was den Gebrauch von Drogen erklären würde. Auch wenn man unter Drogen steht, ist ein Zustand wie dieser beinahe unmöglich zu ertragen. Und die Menge, die er nehmen musste, um die Schmerzen zu mildern, hat ihn vermutlich zum Zombie gemacht. Schon seltsam. Haben Sie sowas in letzter Zeit schon mal erlebt? Nein, Gott sei Dank. Ist das die Kugel? Ja, das ist sie. Ich würde sie gern untersuchen lassen. Das geht wohl in Ordnung, nehme ich an. Es gab da vor ein paar Monaten ein Feuer auf hoher See, und zwar auf der Tarakan, ja. Ich erinnere mich daran. Sie sind schon der 2. FBI-Agent, der mich diese Woche danach fragt. Wovon reden Sie überhaupt? Also, um ganz genau zu sein, sind Sie sogar der 3. FBI-Agent. Es waren vor kurzem noch 2 hier, ein Mann und eine Frau. Die ließen die Leichen der Mannschaft von der Tarakan exhumieren. Sie hat darauf bestanden, eine 2. Autopsie durchzuführen. Und wie waren Ihre Namen? Keine Ahnung. Da müsste ich nachsehen. Hier kommen immer sehr viele Namen durch. Es waren Mulder und Scully, nicht wahr? Ja. Dana Scully und Fox Mulder, das stimmt. Was hat sie rausgefunden? Ich habe keine Ahnung. Die Körper sind noch hier, falls Sie sie sehen wollen. Was besagt die ursprüngliche Autopsie? Dass sie an schweren Verbrennungen starben. Wir möchten sie sehen. Na schön. Sie sind hoffentlich nicht zimperlich.
Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Ich warne Sie, das wird vermutlich ziemlich schlimm. Diese Jungs waren immerhin schon 2 Monate unter der Erde. Alles in Ordnung? Alles bestens, danke. Können wir das bitte schnell hinter uns bringen? Na klar. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vor sich geht. Anscheinend hat jemand die Leichen von der Tarakan gestohlen. Warten Sie bitte hier, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich lasse Sie wissen, wenn ich etwas herausfinde. Worüber stolpern wir hier jetzt schon wieder? Ich habe ein paar Theorien. Okay, ich bin ganz Ohr. Naja, Oh mein Gott. Was ist denn? Ich fürchte, ich weiß, was hier vorgeht. Oh, großer Gott, ich hoffe, ich habe Unrecht. Was ist? Die schmuggeln irgendetwas. Das sind Schmuggler. Wong hat für die gleichen Leute gearbeitet wie die Mannschaft von der Tarakan. Das erklärt vielleicht das Ölzeug und die fehlende Fischereiausrüstung. Also haben die für die gleichen Leute gearbeitet. Sie befragten Wong und er wurde getötet, weil die dachten, er hätte geredet. Ihre vermissten Agenten lassen die Mannschaft von der Tarakan exhumieren und sowohl sie als auch die Leichen verschwinden. Wir sind über einen Schmugglerring gestolpert, der entweder radioaktives Material oder vielleicht auch Chemiewaffen aus der ehemaligen Sowjetunion in die USA bringt. Dadurch wäre das Feuer auf der Tarakan erklärt, Wongs Erkrankung, warum er getötet wurde und was mit ihren beiden vermissten Agenten geschehen ist. Sie waren einfach zu nah dran. Die Spuren sollen verwischt werden und sie schrecken nicht davor zurück, FBI-Agenten dafür zu erschießen. Sie und ich müssen zusammenarbeiten. Wir müssen das irgendwie aufhalten. Falls ich recht habe, sterben Tausende von Menschen vielleicht. Ich muss darauf bestehen, dass wir gleichberechtigt zusammenarbeiten. Okay. Von jetzt an haben Sie einen neuen Partner. So werden die Steuergelder verschwendet. Hey, sagt Ihnen vielleicht der Begriff Mittagspause irgendetwas? Na, Sie haben ja eine Laune. Was wollen Sie? Was von Gloria gehört? Nein, sie ist immer noch bei ihrer Mutter. Hey, wann bekomme ich endlich diesen Dollar? Wussten Sie, dass ich in Cleveland aufgewachsen bin? Nein, in Cleveland, wirklich? Ja. Und als Junge habe ich es immer als die Hölle angesehen. Haben Sie eine Vorstellung, wie kalt es in Cleveland ist? Kalt? Ich würde sagen, es ist heute sehr kalt in Cleveland. Aber nicht so kalt, dass es zufriert. Arbeiten Sie an etwas Gutem? Ja, genauer gesagt an einem Kunstraub. Sehr cooles Zeug, aber geheim natürlich. Ach, also gehört der Comic mit zur Untersuchung? Ah, noch ein Blatt.